Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zum dritten Part von Plants vs. Zombies Online. Ja, wir wollten jetzt hier dahin gehen, um... Oh. Wie, es gibt jetzt die neuesten 3 Sterne. Hier gibt es überall nur einen, ne? Die haben wir alle gekriegt. Gut. Und hier gibt es erstmal einen 3 Sterne. Okay, bin ich gespannt. Schauen wir uns das Level auch mal an. Ich soll keine Pflanzen verlieren, keine Rasen mehr und... Die Zombies sollen alle kaputt gehen. Ah, oh, hier war nur, dass alle Zombies kaputt gehen wahrscheinlich. Okay, das erste knifflige Level. Schauen wir uns das mal an. Und gucken wir, ob wir unsere schöne, geliebte Pflanze kriegen. Ja. Oh, das ist... Ah, Minispiel. Okay. Okay, nee, ich hör auf. Hä, warum kriege ich nur die ganze Verteidigung? Also so Schutzschildverteidigung meine ich jetzt. Ich soll nicht über die Pflanzen trampeln, okay. Warum gehen das nicht? Ich kann nichts planten. Ah, ich muss sie weggolfen. Ich meine, wegbowlen. Sag das doch. Ich wusste das doch gar nicht. Alter. Ich könnte eigentlich restarten jetzt schon wieder. Weil, nee. Ich wusste nicht Bescheid. Ich war nicht mal informiert, Alter. Soll ich das wissen? Entschuldigung. Da kann ich jetzt auch nichts ändern. Ich dachte, ich soll das normales Event spielen, aber ich solle bowlen. Ich muss ein bisschen bowlen. Ich muss gerade bowlen. Hey, wo rutschen die? Verstehe ich jetzt nicht. Die Bande nervt so ein bisschen. Weil manche Zombies einfach nicht treffen können. Nein. Locker easy. Wenn man weiß, was es geht, ist es leicht. Oh nö. Zum Glück ist genau dahin aufgetaucht. Oh Gott, nicht da oben. Da oben habe ich noch gar nichts an Dingern weg. Spam die jetzt so ein bisschen. Jetzt habe ich den nämlich ein bisschen weg. Ich kriege irgendwie schon auf die Kette, dass ich die alle kaputt kriege. Und dass die Zombies nicht über meine Pflanzen trampeln. Nein, falsch platziert. Hilfe! Das sind ein bisschen viele. Das sind ein bisschen viele. Oh oh.
Ah, ja. Geil. Wir haben es geschafft. Zwei, drei, alle drei Sterne. Geil. Alle drei. Das war doch mal geil. Und wir haben jetzt den hier und wir haben alle drei Sterne gekriegt. Und das noch ein Level, was wir spielen könnten. Oder wir gehen hier weiter. Aber ich gehe lieber hier weiter und schau mal. Gibt keine, nicht für Pflanzen treten. Alle Zombies sollen tot sein und kein Rasen mehr so verbraucht werden. Das schaffen wir ja wohl. Ach, schon wieder Minispiel. Ja, gut. Lass uns gönnen. Ich mag Minispiel Bowling. Okay, hier, diesmal sind sie auch anders aufgebaut. Bisschen systematischer, wo ich sie besser benutzen kann. Demnach muss ich das hier platzieren. Oho. Meister der Logik. Den hab ich gerade nicht erwischt. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich darf niemanden drüber trampeln lassen, sonst habe ich meine 3-Sterne-Mission ein bisschen verkackt. Oh nein, da wollte ich den gar nicht. Oha. Das ist gerade extrem knapp gewesen. Jetzt gerade ist wieder lockerer. Oh, machen wir die Verteidigung hier weg. Und hauen den nebenbei da unten. Ja, komm. In jedem Part hört man dieses scheiß Handy. Ah, Mann, ey. Ich vergesse immer, das auf lautlos zu stellen. Ach gut, brauchen wir nicht. Ich gewinne sowieso. Jetzt warten wir, bis die ein bisschen weiter vorne hingelaufen sind, dann bringt das mehr mit der Combo. Nein! Ah! Immer diese Fehler, die einem unterlaufen, ey. Ist ja schlimm. Oha, das war fast ein Triple gewesen. Jetzt bräuchte ich eigentlich drei. Ah, gut. Die kommen mir so nah hier, das regt mich richtig auf. Ah, Mann, Mann, Mann. Yay, geschafft. Und alle drei Sterne. Läuft. Ah, geil. Das gefällt mir natürlich, wenn ich alles perfekt habe. So, dann könnten wir hier aufschließen, wofür ich jetzt nicht weiß, wo ich den Schlüssel herkriegen soll. Ich habe 0 Schlüssel und 9 Sterne. Habe ich hier mit meinem Stern aufgeschlossen? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt auf jeden Fall dieses Level rein. Und hier geht es darum, einfach alle Zombies umzubringen. So, aber jetzt muss ich das erstmal taktisch denken. Und da lohnt sich diese Verteidigung immer am meisten. Wegen den hier braucht man die hier. Die hier lohnt sich meistens für die ganzen Mannequins hier. Und das ist für den Anfang halt perfekt. Deshalb, ich würde sagen, das ist das beste Power brauchen wir gerade nicht.
Oho, ich habe gerade den Screen ein bisschen verschoben. Sorry dafür. So, ich weiß nicht, was das Power-Up, was ich hier gemacht habe, bringt. Oder für die Sonnenblume, weiß ich auch nicht. Kann ich das zwei aufeinander stellen oder so? Nee, geht nicht. Okay. Die hier lohnen sich auf jeden Fall, weil die machen eine ganze Reihe gleich kaputt, wo man sich bei diesen Schilddingern am meisten lohnt, weil sie meistens in Reihe laufen. Leg mich im Zückerli. Kann das jetzt ein bisschen schwarz gesät hier oder so? Ich weiß es nicht. Den Bildschirm habe ich ein bisschen verschoben. Das tue ich jetzt gerade immer noch. Ich weiß nicht. Müsste hoffentlich so stimmen. Oh, stimmt, der ist ja auch hier. Er bringt auch nichts. Da habe ich eigentlich. Hier habe ich eigentlich Scheiße gedacht. Den habe ich gar nicht gesehen hier. Ach bitte, das Handy. Jetzt halt doch mal einen Part lang die Schnauze. Okay, die muss weg. Okay, ich habe ein bisschen falsch angefangen. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Das wird relativ kompliziert. Komm, frieren wir den mal ein. Eisbergsalat bringt natürlich mehr, wenn man den erst richtig loslässt, aber ja. Ja, das ist Level ganz anders, als ich damit gerechnet habe, aber. Oh oh. Oh oh, oh oh. Alter. Das sind mir viel zu viele Gegner. Oh oh. Das ist aber verkackt. Neustart, 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 Neustart. Das ist ein schwieriges Level. Das ist knifflig. Ich brauche den hier. Ja, der hier lohnt sich hier irgendwie noch nicht. Er hat sich schon gelohnt. Ich habe ihn nur nicht eingesetzt, richtig. Der hier und der hier ist wichtig, würde ich sagen. Oder? Ja. Doch. Upgrade brauchen wir keins. Mann, Mann, Mann. Ich habe nicht mit dem hier gerechnet. Das ist eigentlich das Erste, was Dirk verstopfen muss, den Eingang hier hin. So, der kommt jetzt hier oben. Machen kann ich nichts. Ich kann ihn erstmal nur aufhalten und da hinten ein bisschen festsetzen lassen. Und ich werde jetzt so weit das Sonnen sammeln, bis ich hier genug für den hier habe. Ich hätte ja am liebsten einen Slot mehr. Der wird jetzt, wie ich jetzt richtig hart lohnen. So, da kommt schon der nächste, weißt du? Ich kann nicht mal Sonnen bauen, damit das schneller geht. Ich baue jetzt mal Sonnen. Ist mir auch wurscht. Hier habe ich, wie gesagt, meine Sonnenblume wieder falsch gesetzt, sehe ich gerade. Die kann ich eigentlich direkt wegmachen und stattdessen hier hin machen. So, hier können wir den jetzt einfrieren. Da kann er auch nicht weiterlaufen. So, der frisst den jetzt genüsslich auf, weil ich immer noch keine Verteidigung habe. So, die kommt erst jetzt.
Mir fehlen so viele Sonnen. Und die hier rennen auch ganz locker auf easy durch. Ich habe ja keine Verteidigung, da kommt man ja durch. Und die lasse ich auch ausnahmsweise mal durch. Die lasse ich dann einfach durchlaufen. Juckt mich nicht. Die lasse ich durch. Die nicht. Die unteren. Na geil, der juckt mich jetzt schon hier oben. Oh, habe ich instant 2? Hier muss ich den hier hin machen. Hier kann ich nichts außer hoffen. Ich kann den hier machen. Und nochmal. Weil es so schön war. Da kriegt der nämlich auch Schaden durch. Ja, da hätte ich jetzt eigentlich die Super-Dinger gebraucht. Die habe ich jetzt aber verschwenden müssen. Sonst wäre er durchgekommen. Schaffen können wir es aber trotzdem. Machen uns überall noch so eine Reihe hin. Och, jetzt sehe ich eigentlich ganz gut für das Level. Ah, der wird währenddessen eingefroren. Noch falsch gesetzt. Der müsste weiter unten. Ah, komm. So, jetzt wird der hier nützlich, der Eisbergsalat. Aber ich warte noch auf den richtigen Moment. Auf die letzte Welle, genau gesagt. Jetzt kriegen wir noch einen, das ist noch praktischer. Der frisst sich durch, ne? Bitte frisst sich nicht durch. Gut, der hat sich nicht durchgefressen. Upsi. Bisschen aufstoßen. Ja, geil. Komm, mach den halt nicht hin. So, jetzt kommt gleich die letzte Welle. Den hier durchaus Gefühl her verteidigen. Und pass auf, was ich jetzt machen werde. Warte nur noch auf den richtigen Augenblick. Und... ach, da sind sie alle eingefroren. Was machen wir nochmal? Hat den Plants vs. 2 irgendwie mehr Effekt, aber vielleicht kann man den auch ein bisschen hoch buffern. Hm, sehe ich da eigentlich ganz gute Karten. So, jetzt müssen wir nur warten, bis der down ist und dann haben wir gewonnen. Läuft. Dann sammeln wir die Sonne noch ein. Ah, geht nicht mehr, okay. Ja, ich hab gewonnen, ich weiß. Ja. War zwar ein bisschen beschissen, das Level, aber wir haben es irgendwie geschafft. Ja, ja, labalabalaba. Alabalabalabalaba. Ich verstehe das eh nicht. So, das hier ist zum Beispiel eine der neuen Pflanzen, aber ich sag mir gerade, ich soll zurückgehen. Aha. Aha, ich habe eine Welt freigeschaltet, oder was ist da los? Oha, ich krieg gerade Geschenke.
Ja, die kann ich jetzt auch einpflanzen bzw. upgraden. Aha, was ist das? Ist das eine andere Welt jetzt? Oder wie ist das? Ich soll da mal drauf gehen, aha. Okay, das verstehe ich erst recht nicht. Hä? Ja, so. Wenn denn. Also das verstehe ich jetzt nicht. Hallo? Wolltest du nicht was öffnen? Ah, das ist auch dieser Player vs. Player Mode. Der sieht nämlich genauso aus. Der hat nämlich so ein bisschen RPG-Style. Yeah, der erste ist down. Nice. Der zweite auch. Ja, das ist wahrscheinlich der RPG-Teil dieses Spiels. Ich habe zwei neue Karten bekommen. Und einen Schlüssel. Ah, den können wir ins Overworld gebrauchen. Gut, Demo, die können wir uns auch mal anschauen. Das ist auch interessant. Ich wusste gar nicht, dass das normal so ist. Ich habe nur vom Player vs. Player gehört, dass es so aussieht. Ja. Lava. Ich will nicht nochmal spielen. Ja, dann komm. Einmal noch. So. Wie, wir können noch einen dazulegen. Das geht. Okay, dann machen wir mal. Lol. Das down, gut. Und, ja, nice. Interessant. Und ich krieg jedes Mal neue Karten oder was? Ah, ich krieg jedes Mal neue Belohnungen. Und die können auch upleveln. Ah. So, jetzt muss ich nicht mehr, oder was? Was ist das und was ist das? Weiß ich auch nicht. Das ist Deppy Dave. Was kann ich mit dem machen? Ah, kann ich wahrscheinlich Level auswählen, aha. Und ab einem gewissen Punkt kommt man hier auch zum Player vs. Player Mode. Aber das schauen wir uns mal ein andermal an. Und holen uns erstmal nur die Geschenke, aber dann machen wir ein paar noch Ende. Oh, 60 Dias. Ja, noch ein paar Kleinigkeiten. Das ist voll heftig. Das mit Geschenk einfach übersät. Was ist das denn hier? Will ich nicht. Ich gebe euch kein Geld. Ja, den kann man upgraden. Weiß ich. Schön. So, ja. Dann war es das für diesen Part von Plants vs. Zombies Online. Was ich immer noch nicht ganz verstehe, aber Fun dabei habe. Deshalb würde ich sagen, ciao, bis nächstes Mal. Bye, bye.